glaube, Harry hat auch so ein bisschen die Nase voll. Habe ich schon erwähnt, dass die Musik hier unten auch total unheimlich und verstörend ist? Ist sie jedenfalls. Oh. Sieht ja schon mal direkt wunderbar aus. Hallo? Ist hier jemand? Ich komme in Frieden. Ich will nur meine Tochter abholen. Vielleicht sollte ich das Licht ausmachen. Hm. Dann sehe ich ja gar nichts mehr. Vielleicht sollte ich meine Pistole wieder nehmen? Was habe ich denn so an Patronen jetzt noch? Oh, Shotgun habe ich gar nicht mehr so viel. Dann lasse ich die erstmal weg. Hunting Rifle habe ich 18. 119. Okay, nehmen wir die Pistole. Notfalls habe ich natürlich auch noch den Hammer. Hallo? Wo denn? Wow! Holy shit! Da wusste ich jetzt gar nicht, dass die da sind. Ich glaube, die sind auf easy nicht. Da. Ach, Harry, du könntest auch echt mal treffen. Kein Wunder, dass sie einem so viel Patronen geben. Ich weiß, ich habe gesagt, dass das so gemacht ist, dass er nicht so gut trifft wie in Resident Evil, aber so schlimm hatte ich das nicht in Erinnerung. Ich habe ja gerade mehrmals in genau die Richtung gezielt. Oh mein Gott. Kann ich einfach wieder umdrehen? Was? Was ist das jetzt? Ich glaube, ich gehe doch lieber den anderen Weg, ja? Ich kann bestimmt fliegen oder so. Holy! Oh ja, in der hohen Auflösung wollte ich die immer schon mal sehen. Oh, cool, gleich noch einer. Ach, warum mache ich jetzt das Licht aus? Wenn die hier unten leben, werden die bestimmt die Dunkelheit gewohnt sein. Und ich gebe zu, ich wusste eigentlich, dass der da kommt, aber man muss ja auch mal ein bisschen in Character überrascht tun. Aber das mit den zwei Krabbelfiechern wusste ich echt nicht mehr. Ich glaube, die kommen auf easy da nicht. Holy shit, ist der schnell. Und immer schon so schnell. Meine Fresse. Ich finde übrigens den Lichteffekt ganz cool hier mit dem Wasser. Seht ihr, was ich meine? Da, wo ich stehe, ändert sich das. Das haben sie ganz cool gemacht. So, hier kann ich nochmal rüber. Auf der anderen Seite gab es, glaube ich, auch noch was. Und ja, wir haben keine Karte. Ich weiß aber ungefähr, wo es lang geht. Karte können wir gleich kriegen. Ich weiß noch, bei meinem allerersten Speedrun-Versuch, als ich hier runter bin und überhaupt nicht mehr wusste, was wo ist, habe ich jetzt so viel Zeit verloren. Ich glaube, hier bin ich richtig. Finden wir es raus. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, die Tür da rechts ist abgeschlossen. Und die hier links geht auf. Das ist wieder so ein Beispiel für die Soundeffekte, die irgendwie... Es könnte jetzt eine Maschine sein, die hier einfach nur irgendwas macht, aber gleichzeitig klingt es total unheimlich. Oh, da ist irgendwas. Noch so ein Ding. Aha. Eine Karte. Oh, und ein Speicherpunkt. Sur.
Und hier gibt es den Sewer Key. Das kann ich jetzt auch mal eben sagen. Wo haben wir angefangen? Ich glaube, hier haben wir angefangen. Da war dann der lange Gang. Und wenn man... Ich bin dann ja zuerst links gegangen, das heißt hier nach oben Richtung Norden. Wenn man erst nach rechts gegangen wäre, wo der blaue Strich hier zu sehen ist, wäre eine abgeschlossene Tür gewesen. Deswegen geht man erst hier hin und holt sich hier den Schlüssel. Oh, fickt euch. Ganz vergessen, die Viecher können auch an der Decke hängen. Oh ja, ja. Noch mehr unheimliche Geräusche. Wind, wir haben noch nicht genug. Boah. Also ich glaube, wenn ich im echten Leben hier unten wäre, mit dieser ganzen Geräuschkulisse... würde ich... eine neue Hose brauchen. Und mich vielleicht einfach nicht mehr vom Fleck rühren. Hallo? Hallo? Ah, da. So, die Karte sagt, dass jetzt gleich eine Leiter kommt auf der rechten Seite. Okay. Was ist denn hier noch? Achso, einfach nichts. Hier ist auch nochmal irgendwelche Floodgates oder so. Da kommt gleich Bart angeschwommen aus Xenogears. da ist die Leiter und hier ist glaube ich noch ein, ja, Health Kit. Wow. Ja, leider war es das noch nicht. Meine Güte, so anstrengend ist so eine Leiter doch jetzt auch nicht, Harry. Hier geht's nämlich noch weiter. Moment. Wo ist der Rest von der Leiter? Seht ihr das? Weiß nicht, ob man... Ich glaube, normalerweise sollte man nicht so weit nach unten sehen können. Vielleicht ist das irgendwie eine Emulator-Sache, aber der ist doch gerade hochgeklettert. Und da hört die Leiter einfach auf. Naja. Suspension of Disbelief und so. Stört mich jetzt nicht wirklich. Oh, fuck. Seht ihr das? Harry, was ist denn los? Moment mal. Das ist los. Holy shit, bin ich froh. Bin ich froh, dass er so am Keuchen war. Mir gar nicht aufgefallen. Und ja, das sieht echt... Ich meine, das sind keine Spinnen, aber es sieht trotzdem voll eklig aus, wie die da alle an der Decke hängen. Kommen wir da irgendwie vorbei? Das Beste, was ich machen kann, ist durchrennen. Wo muss ich denn hin? Ich glaube nach links. So, das heißt, dass ich natürlich erstmal hier gucken möchte. Ich möchte ja jetzt bei diesem Durchlauf halt nicht nur so Speedrun-mäßig nur die vorgesehenen Wege gehen, sondern auch mal die optionalen erkunden. Oh mein Gott, da ist schon mal nichts. Spinnen werden. Ja, jetzt kann ich hier noch nach rechts. Ich glaube, da geht es einfach nicht weiter, oder? Bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Ja, da geht es einfach nicht weiter. Moment, liegt da vielleicht noch was? Außer mir gleich, wenn ich nicht aufpasse. Und hier noch irgendwas? Nee, auch nichts. Okay. Gut, aber das war auch mal was, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wo das, was da eigentlich überhaupt ist. Das ist einfach so eine Blockade dann offenbar. Das hier ist jedenfalls jetzt der richtige Weg. Und die Geräusche, ey. Oh, nicht ihr schon wieder. Haut ab. Kamera bitte hinter mich, danke. So, das nehme ich auch mal direkt mit. Ebenso das. Ich habe immer Spaß, Witze darüber gemacht, dass ich viel zu viel Patronen habe. Aber wenn Harry so krass daneben schießt, dann ist das doch nicht so verkehrt. Aua. Jetzt muss ich nach unten. Ja. Und dann, das kann ich jetzt schon mal sagen, gleich geht's nach links, da ist wieder eine verschlossene Tür. Deswegen gehe ich erst nach rechts. Um hier nach dem Schlüssel zu suchen. Wie geht's uns?
Nehme ich direkt mal noch einen. Oh, hau ab. Das hier ist im Grunde nur so ein, wenn ich da jetzt so durchrenne, sieht man das nicht so gut, kann ich auch mal eben erklären. Das ist im Grunde ein gerader Weg jetzt die ganze Zeit. Nur, dass man nicht immer auf derselben Seite sein kann, weil teilweise halt die Brücke fehlt. Beziehungsweise auf der Seite ist jetzt keine Tür, deswegen bin ich an dieser Stelle hier rüber gerannt. Jetzt geht's weiter geradeaus. Das ist auch eine super Stelle, für, wenn man, um voll die Zeit zu verlieren beim Speedrun, wenn man sich nicht genau merkt, an welcher Stelle man links oder rechts sein muss. Oh, okay. Dann enjoy das mal. Wir haben hier währenddessen... Oh, was total Einladendes. There's a sewer exit key in the water. Take it. Oh oh. Das wäre jetzt so der Moment, wo man wegläuft. Aua. Man kann die auch alle abknallen, aber ich würde es nicht empfehlen. Die halten viel zu viel aus. So, jetzt muss ich hier rüber. Hier weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube hier erstmal und dann... Holy shit! Ich will nicht wissen, was das war. Ich laufe weiter. Und holy shit, ist alles voll von den Viechern. Hier ist die Tür. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr kriegen. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr kriegen. Oh, vielleicht doch. Schnell weg hier. Oh, dieses Geräusch, ey. Bloß weg hier, allein schon wegen der Musik. Oh cool, es ist wieder dunkel. Genau, was ich wollte. Aber jetzt sind wir irgendwo, wo wir noch keine Karte von haben. So, hier ist so eine Ruine, da wollte ich eben rein, um die Rifle Shells zu kriegen. Die Patronen nehme ich immer auch noch gerne mit. Die Pistolenpatronen meine ich. Rifle Shells sind ja auch Patronen. Hier ist übrigens auch wieder schöne Musik. Na? Ist das nicht angenehm? This resort area map. Take it. So, jetzt ist Sidequest Time. Hier kann man nämlich eine ganze Menge verpassen, wenn man nicht das beste Ending haben möchte. Also, das sind alles optionale Sachen, die ich jetzt mache. Ich wollte die Karte noch gar nicht schließen. Als erstes muss ich, glaube ich, zu Annie's Bar. Ich hoffe, dass ich mich jetzt überhaupt noch richtig an alles erinnere. Das habe ich nämlich ewig nicht gemacht. Aber ich meine, Annie's Bar ist das Erste, was man machen muss. So wie ich das sehe, sollte ich dann einfach auf der linken Straßenseite laufen und die zweite Abzweigung nehmen. Also hier noch nicht. Oh Gott. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Wo ist der Eingang? Ist das überhaupt Annie's Bar? Ich weiß nicht mal. Doch, da steht Annie's Bar. Du siehst mich nicht. Oh shit! Ah! Ah! Noch einer! Fickt euch! Die Musik ist so gut. Da ist er. Are you okay? Dr. Michael Kaufmann wieder. Yeah, I guess so. Beim Snacken. But I'm beat. I thought I was a goner there. Mm-hmm.
You were. So how'd it go? Did you find a way out? Wäre ich da noch hier? No, not yet. How about you? Zit. Zip. Zip. Nicht Zit. But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. A military rescue squad should be here any time now. Not so sure about if that. If they come through the town, we're home free. I hope so. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. Well, didn't that sound convincing? Funktour! Keine Ahnung. Was das sein soll? Ladies? Funktour Ladies? Was zur Hölle? Ja, und das ist zum Beispiel jetzt eine optionale Sache. Wenn man das nicht macht, ist er tot. Das heißt, wir haben ihn jetzt gerettet und können natürlich dann davon ausgehen, dass wir den nochmal wiedersehen werden. Und haben dadurch schon mal was geändert. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Hier habe ich mich auch schon ewig nicht mehr umgeguckt. Kann man das vielleicht sogar lesen? Steht da Alkohol? Keine Ahnung, kann man nicht wirklich gut erkennen. Oh. Aha, stimmt. Das Kaufmann must have dropped this. Looks like it's full of stuff. I've got a Kaufmann key. I've got a receipt. So, jetzt ist es sogar mal ein bisschen Investigation Time hier. Receipt from General Store. Thought to have been dropped by Kaufmann. General Store ist natürlich jetzt nicht so aussagekräftig, aber auf dem Kassenbon steht Indian Runner. Und das habe ich vorhin schon auf der Karte gesehen. Funk Soul Brothers. Huh. Und da steht 0473. Okay, und was haben wir hier? A 3 is written on the tag. The key was thought to have been dropped by Kaufmann. Auch nochmal look. Sonst nichts. Ist ja sehr aussagekräftig. Aber gut, dann... Das geht bestimmt nicht auf. Ja. Könnte man auch schon wieder speichern. Buzzfizz. Okay. Moment, sind das Health Drinks da? Tatsächlich. Wäre mir jetzt fast nicht aufgefallen. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Da oben sind nochmal ein paar Fotos von Leuten beim Billard spielen. Oder? Ja. Gut. Oh shit, ich hätte das Licht ausmachen sollen. So. Schnell weg hier erstmal. Ich weiß nicht, wo ich gerade hinlaufe, aber Hauptsache weg von den Viechern. So. Oh, die Musik. Indian Runner. Oh cool, war natürlich genau die andere Richtung. Gut, dann drehe ich um. Mache ich aber einen kleinen Bogen, dass ich nicht direkt an den blöden Monstern vorbei muss. Die da sind ja noch nicht so schlimm. Aber diese komischen Springdinger. Oh oh, ein Hund. Aha. Das war mal gut. Und wie ich letztes Mal schon sagte, so krass war das auf der PlayStation 1 nicht, dass das, wie man das hier gerade sieht, einfach so aus dem Nichts auftaucht. Da war eigentlich eher so, dass die Dunkelheit das nach und nach verschluckt hat. Das muss irgendwie am Emulator liegen. Und hier ist der Indian Runner. Oh Gott, schon wieder so ein Kackvieh. Oh nein. Wie war das? 0437 oder irgendwas in der Art? Das waren auf jeden Fall die vier Zahlen. Schon mal nicht. 0473? Schon wieder zwei von den Viechern. Hier sieht's ja auch gut aus. Rifle Shells nehme ich auf jeden Fall.
August 20. He came by. I handed over the package that the woman left here. September 12th. He showed up at Norman's, too. Don't want to be involved with the likes of them anymore, but I'm getting creeped out even more than before. Thought of leaving town, but I'm afraid of what will happen if I do. It's locked. Oh, super. Three loaves of bread, three cartons of milk, 2 dozen eggs. Delivered to back door daily 8 a.m. Rear entrance code 0886 Norman Young. Okay. It's locked. Ich weiß gar nicht mehr, wo man den Schlüssel dafür kriegt, aber offenbar haben wir nicht. Ich meine, es ist ja ein Safe. Eigentlich müssten wir da auch keinen Schlüssel für brauchen, sondern eine Kombination, aber Harry will es nicht untersuchen. Also wie gesagt, ich habe das echt ewig nicht mehr gemacht. Ich bin gerade selber nicht mehr sicher, was die richtigen Schritte sind, aber wir haben immerhin einen neuen Lead. Oh shit. Oh Gott. Oh mein Gott. Puh. Oh nein. Doch noch nicht. Puh. Das ist eine Sackgasse. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Karte aufmachen. Okay. Jetzt haben wir eigentlich nur noch das Hotel da unten. Und das wäre dann auch das nächste. Moment. Muss ich dann... Muss ich, glaube ich, in die Richtung. Und jetzt... Oh, nach rechts. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Oh Gott. Das ist halt ein Teil, den ich, wie gesagt, eigentlich nie gemacht habe. Also... Das heißt nie. Seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe, sagen wir es so. Ist das Hotel hier? Sieht, glaube ich, gut aus. Oh Gott. Da, it's locked. Moment. So. Oh Gott. Was macht denn schon wieder so einer hier? Na, warte. Ja, geil. Ist toll geklappt. So. Puh. Das war es mir jetzt wert. Also. Das ist dieser Rear Entrance fürs Hotel. Da haben wir gerade einen Text zugelesen, dass der Typ aus dem Indian Runner hier immer Sachen abliefern soll mit dem Code 0886. Guck mal. Ein schmuddeliges Magazin. Und Newspaper. It's the same date as the one in the hospital. Gibt's es jetzt schon? Investigation stalled. PTV dealers still at large. Suspicious deaths continue. First the anti-drug mayor, now a narcotics officer dies of a sudden heart failure of unknown cause. Okay, das war nicht das, was ich meinte, aber ja. Das haben wir, glaube ich, auch nur bekommen, weil ich schon öfter Zeitungen untersucht habe. A poster's on the wall. No time to look at it now. Och, wie schade. There's a radio on top of the cabinet. It's completely dead. Maybe it's broken. Da ist ein Kalender. Boah, ich war echt schon ewig nicht mehr hier. That's a TV set. The power must be out. It doesn't work. Okay, was haben wir hier? Speicherpunkt. Nothing special. But then it's a motel. There's a guest register. Nothing special written here. Weißt du noch, ob es hier irgendwas gab, Simon? Ich glaube, das hier war dann wohl nur zum Speichern. Ach nee, hier kann ich noch weiter. There's a vending machine. It doesn't work. Da geht's, glaube ich, raus. Dann gucke ich erst nochmal hier drüben. Hier war ja noch eine Tür. Oh, die nicht aufgeht. Oh, das hätte ich fast übersehen. September 10. Took package. Told to sit on it a while. Don't want to get involved, but can't disobey. He's probably linked to the death of the mayor and others. Okay. Also irgendjemand
Hat hier irgendwas mit Packages zu tun, die hin und her gehen. Das klingt ja schon mal stark nach Drogen. Moment, wir sind da reingekommen, oder? Sind wir da reingekommen? Ich glaube, wir sind hier reingekommen. Was haben wir hier? Nein, war natürlich falsch. Ah, mein Gedächtnis, das Beste, das es gibt. Oh. An old motorcycle. Looks like it's been sitting here for years. That's weird. The dust has been wiped away on the gas tank cap. Okay. Oh, das habe ich genau gesehen. Shotgun shells. Und das auch. Nicht da. Da. Aha. Jetzt sind wir im Grunde im Innenhof des Motels. Und hier wäre halt abgeschlossen gewesen. Also hier wäre man nicht reingekommen. Deswegen brauchte man den 0886-Code, um den Hintereingang zu benutzen. Aber hier ist jetzt offenbar also ein Motel. Und wir haben doch noch einen Schlüssel mit einer 3 drauf. Und wenn man hier so rumguckt, sieht man, dass die Zimmer hier alle, wie sollte es auch anders sein, Zahlen haben. Dann könnte man doch mal zu Zimmer 3 gehen und siehe da, der Kaufmann-Key bringt uns da rein. Do you want to push the shelf? Der einzige Clou hier, dass das verschoben werden kann, es soll, glaube ich, das Poster sein, weil das steht ja so ein bisschen vor dem Poster. Bodenspuren gibt's ja diesmal nicht. There's a crack. Something glints inside. The crack is too small to reach in. Jetzt muss man auch erstmal auf die Idee kommen, wo ist es denn? Den Magneten zu benutzen. So irgendwas? Health drink? Nobody inside, das hoffe ich doch. Oh, das war's schon. Dann gehen wir doch nochmal zu dem Motorrad zurück. Das müsste hier gewesen sein, ja. Ich glaube, dann ist diese Sequenz jetzt auch gleich schon vorbei. Ich bin mir jetzt nur gar nicht mehr sicher, wie ich diesen Safe aufkriege im Indian Runner. Nicht, dass das dafür auch noch notwendig ist. Oh, ich Idiot. Wie kriege ich denn den Safe auf? Ich habe doch jetzt nichts mehr dafür gefunden. Was mache ich eigentlich gerade? Mann. Wo waren das jetzt hier, oder? Nein. Hier. Ich bin gerade so sehr in Gedanken darüber, wie ich diesen blöden Safe aufkriege. Und ob ich das überhaupt machen muss. Ich hoffe mal nicht. Weil ich wüsste jetzt nicht wie. Ich habe ja auch keinen weiteren Schlüssel. Das ist jetzt für das Motorrad. A small glass vial wrapped in a plastic bag. What's this? It's like the busted vial I found in the director's office at the hospital. Da erinnere ich jetzt nochmal dran. Im Krankenhaus haben wir ja dieses eine, ja, director's office gehabt. Da war eine, ja, da war jede Menge zerschmettertes Glas am Boden mit einer roten Flüssigkeit, von der wir noch ein bisschen aufgehoben haben. Und offenbar ist genauso eine Art Vial hier in dem Motorrad versteckt. Give me that. What is this?
That's none of your business. Instead of messing with that, how about coming up with a way to get out of here? You shouldn't be hanging around here goofing off. What do you think you're doing? You want to get yourself killed? Get out of here. Okay, take it easy. Unless you want to die, keep your mind on business. Got it? Man, was he pissed, and a hell of a rush, too. I guess I wasted my time. Better hurry. Cheryl needs me now. Ja, eigentlich witzig, dass er sagt, er hat ja wahrscheinlich nur seine Zeit vergeudet. Dabei ist es das, was man fürs beste Ending machen muss. Aber wo gibt's denn jetzt? Hab ich irgendwas übersehen beim Indian Runner? Ich kann da nochmal eben hinrennen. Ist ja jetzt nicht so weit weg. Also ich weiß auch, was da drin ist. Ich kann euch das auch einfach sagen, aber ich habe nur so ein bisschen Schiss, dass das vielleicht dann nicht genug ist. Aber ich meine, es reicht, wenn man diese Cutscene triggert, die wir gerade hatten. Aber ich gucke nochmal eben ganz schnell rein. Das ist ja direkt hier oben. Sollte ich nur das Licht vielleicht ausmachen? Wegen meinen guten Freunden. Ist vielleicht hier irgendwo ein Schlüssel unter der Kasse versteckt oder sowas? Das ist der Text. Oh, nein, das ist nochmal der Text. Ich dachte, ich hätte was anderes gefunden. Okay, it's locked. It's locked. Das ist das andere. Aha! There's a safe key. Mann, das ist ja total die super Security hier. Das ist ja dumme. Ich bin allein nicht auf die dämliche Idee gekommen, dass jemand so einen Safe-Schlüssel direkt in die Schublade neben einem Safe legen würde. Aber gut. What is that? What is this? Drugs? Ja. Das wäre dann noch alles. Wie gesagt, das hätte ich euch jetzt auch einfach sagen können. Ich war mir nur nicht sicher, ob man nicht diese Flagge noch setzen muss für das gute Ending. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, ich schmeck doch gar nicht. Geht's mir? Noch okay. Noch. Oh Gott. Haha, verfehlt. Schnell weg hier. So, jetzt machen wir wieder mit dem normalen Spielverlauf weiter. Das war jetzt gerade so der optionale Teil. Also man kann halt, wie gesagt, auch einfach hier direkt aus dem Sewer rauskommen, die Barkman Road runterlaufen und zum Lake, zum See runter, ohne irgendwas von dem zu machen, was ich gerade gemacht habe. Das kann man vor allem dann machen, wenn man das schlechte Ende haben möchte. So, also ich kann mal eben zeigen, hier ist jetzt der See, hier unten, Lakeside, da ist auch noch ein Leuchtturm. Da links geht's zum Lakeside Amusement Park. Und sonst ist hier auch gar nicht viel. Das heißt, wir laufen jetzt in die Richtung. Was war das denn? Über die Brücke. Moment. Gibt's hier vielleicht noch wieder was? Bei der anderen Brücke war doch immer was. Oh, hallo. Oh nein, nicht schon wieder solche Viecher. Oh. What's this? Uh-oh. Oh. Oh. Huh.
Not again. No, this time it feels different. Rather than shifting from reality to a nightmare, this is more like reality becoming a nightmare. I don't like this feeling, like something bad will happen. No doubt something terrible is going on. Wunderbar. Haben wir sie nicht vermisst? Diese Seite von Silent Hill. Ich weiß, wo ich hin muss, aber jetzt möchte ich mal eben wissen, was hier ist. Oh. Einfach nur eine andere Version der Musik. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Weiter, weiterlaufen, weiterlaufen. Oh Gott. Und da. Oh mein Gott. Oh. Hört auf. Lass mich in Ruhe. Westgarage. Hier muss ich lang. Ich weiß, ich habe gesagt, ich will mal mehr erkunden als in meinem Speedrun, aber das ist jetzt... Hier gibt's nicht viel zu erkunden. Hier gibt's einfach nur Monster überall. Und ich meine, wenn man hier weiterläuft, ist da einfach wieder Sackgasse und eine abgeschlossene Tür. Das heißt, wenn man sich lange genug hier umguckt, kommt man irgendwann auf den Trichter, dass man vielleicht hier oben mal runterrennt, weil man sonst nichts findet. Außerdem wollte Harry ja sowieso zum See. Und hier ist ein Boot. Ein hübsches kleines Boot. Ah, ist das beruhigend hier. Bis auf die modrigen Wände. Und vielleicht, whatever the fuck that is. This is a buddy stuck to the bulkhead. Ich finde die Grafik hier eigentlich ganz cool. So mit den Schatten an der Wand und so. Also die Texturen. Sybil. Harry. How did you get back here? I followed the sewer. Were you the one who cut the fence? Maybe. Yeah. I'm glad you made it. I was worried about you. You were worried? Where did you disappear to? Never mind. I want to know what's going on here. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy, and I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. But now I know I'm not. It's not me. This whole town. It's being invaded by the other world. By a world of someone's nightmarish delusions come to life. Little by little, the invasion is spreading. Trying to swallow up everything in darkness. I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Harry, hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. There? Under whoever created this darkness. IKEA. Cheryl is somewhere and she needs my help. Harry. This whole thing's been a major blow to you. You need to rest. Yep, sie hält uns für verrückt. Sybil, I... The demon is awakening, spreading those wings. Dahlia Gillespie. Was it not as I said? I don't know, you just keep... I see it all now. Talking gibberish. Yes, everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land. I knew this day would come.
And what's more, the task is almost finished. There's only two left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. The dead will walk and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die. So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is simple. Stop the demon. The demon taking that child's form. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Stop it. Stop it. Stop it. What do I do? Go to the lighthouse on the lake. And to the center of the amusement park. Make haste. You are the only hope. Look, Harry. I really don't get what's going on. But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. You go to the lighthouse. Sybil, thanks. Ich hol mir mal eben schon mal noch ein Bier. Bin dann gleich zurück. You will need to use it. Use what? The Flauros. Only with that can you stop it. What about Sybil? So. Weiter geht's. Okay, jetzt kommt der spaßigste Teil. Hier kann ich eigentlich nur durch Speedrunnen, weil das ist einfach nur ein großes Labyrinth voller Monster. Guck mal, ob ich noch ungefähr den Weg kenne. Hallo, lässt du mich bitte durch? Danke. Und ja, ich mach das Licht absichtlich aus. Nur ab und zu an, weil die einen dann nicht direkt sehen. War das hier links oder rechts? Bin ich mir sicher. Offenbar. Hier muss ich umdrehen. Also da, wo ich jetzt immer nicht weiter renne, ist eh nur eine Sackgasse. Hier war ich hier richtig? Oh Gott. Meint ihr, was das für ein Spaß ist, wenn man hier mit Licht durchläuft und versucht, alle Gegner abzuknallen?
Da sind wir. Der Leuchtturm. Coole Kamera. Frau, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. Damn, I was too late. Prost übrigens. Hm. Sind wir wieder zu spät gewesen, ne? Ja, das ist dann übrigens auch alles, was wir hier machen konnten. Einmal hingehen und feststellen, was für Loser wir sind. Mehr kann man da oben nicht machen. Man kann sich noch angucken, wie toll das Margaret Samael-Teil aussieht. Aber und sich die ominöse Musik anhören, aber mehr gibt's nicht. Wieder speichern. Wollen wir wieder zurücklaufen. War nur ein Scherz. Man muss nicht zurücklaufen, man wird zurück teleportiert. Immerhin. Sybil hasn't come back. Oh. That creep's sure to show up at the amusement park pretty soon. Let me be on time. Gut, dann laufen wir mal zum Amusement Park. Haben wir schon auf der Karte gesehen, wo der sein soll? Oh, hier ist jetzt wieder ganz schöne Musik. Nämlich da. Aber ich meine, dass da direkt wieder ein Loch ist. Ich kann mal eben gucken. Ich meine, ich weiß, wo man eigentlich hin muss, aber mich interessiert gerade mal, was ist, wenn ich einfach die Straße lang laufen möchte. Oh Gott. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Das wäre dann jetzt hier links. Das ist hier die Straße, die zum Amusement Park führen soll. Und ja, da ist dicht. Wie man sieht, ist er dicht. Oh, ein Poster. Also Poster, ein Dingsbums. Ihr wisst schon. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber dann fällt einem diese Tür hier auf. Mit Hunden. Wunderschön. Und hier geht's wieder in den Abwasserkanal rein, wenn ich nicht vorher sterbe. Wenn ich das vielleicht mal hinkriegen könnte. Danke. Dürfte ich die Leiter benutzen? Das wäre sehr nett. Okay. The cover has been removed. Could Sybil have gotten to the amusement park from here? Währenddessen. Previously on HBO. Ja, ich sag mal, wir hatten ja vorhin so einen Abwasserkanal in der normalen Version, also normal auch nur in Anführungsstrichen. Jetzt haben wir einen in der Otherworld, wie Harry es genannt hat, Version. Wie viel schlimmer könnte das schon sein? Ich muss mal eben die Katze rauslassen. Und ich glaube, ich muss mich wieder heilen. Sorry. Musste die Katze noch etwas weiter wegwerfen. Wie das klingt. Ich musste sie in den anderen Flur bringen, weil die war schon dabei, in das Zimmer zu gehen, wo Aiden jetzt schläft. Und die hat, das war die dümmere von unseren beiden Katzen. Die hat auch ein super Händchen dafür, schlafende Aidens mit ihrer Dummheit aufzuwecken. Abwink easy, ja.
Vor allem, wie einladend das hier doch auch schon ist. Überall Gitterboden. Oh, guck mal, das Samael-Zeichen links und rechts. Oh, gleich nochmal. Moment, da hängen Viecher an der Decke. Da steht auch noch eins. Ich glaube, ich muss hier rechts, deswegen gucke ich jetzt erstmal links. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf, lauf, lauf. Okay, da ist nichts, außer noch mehr Samael-Zeichen. Oh Gott, die Musik. Oh, schön. Na, hallo, guten Tag. Ich, geh da mal schnell weiter. Das ist so ein Albtraum-Sewer hier. Fand ich immer schon voll geil gemacht. So, hier fühle ich mich so richtig unwohl. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Auch wenn ich die wahrscheinlich alle längst nicht mehr brauche, aber wenn ich sie schon mal sehe, möchte ich sie jetzt auch einsammeln. Boah, ist das... hier. Ah, haut ab. Oh Gott, was willst du denn jetzt auch noch hier? Oh ja, wie wär's noch mit verstörender Musik? Das war ja bisher noch nicht verstörend genug. Wow, Geräusche, die ich... Ich will nicht wissen, was das war. Wow, gleich zwei. Oh Gott. Was zum Teufel? Ich laufe jetzt einfach. Was ist... Ah ja, geil. Pferde. Super. Boah. Immer wieder geil gemacht. Da will man so richtig auf keinen Fall da sein. Lauter Geräusche, immer mehr Monster, irgendwelche Viecher kommen aus der Wand und verstörende Sachen sind am Boden und an den Wänden und die Musik wird immer abgedrehter. Herrlich. Apropos herrlich, hier sieht es ja auch schön aus. Das ist jetzt der Amusement Park. Oh, hallo? Hier kann man noch einen Skip machen. Den ich jetzt nicht mache, aber hier kann man ganz viel vom Amusement Park skippen. Indem man die rote Flüssigkeit, die wir im Krankenhaus aufgesammelt haben, auf eines dieser Babykinder-Schattenviecher anwendet. Warum, kann ich dann gleich nochmal erklären. Muss ich jetzt lang? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na warte, dafür stirbst du. So. Oh, Alter, das ist ja... Wow. Schön. Normaler Tag auf der Arbeit, ja. Was? Hallo? What? Ah ja. Ja. Natürlich. Gar nicht irgendwie makaber oder so. Gehen wir mal weiter. Boah, hier verlaufe ich mich auch immer. Ich glaube, wenn man so ein bisschen den Attraktionen folgt... Boah, das sieht auch irgendwie echt unheimlich aus. Dieses Riesenrad, das auch halt überhaupt nicht wie so ein schönes Riesenrad aussieht, sondern auch diese Otherworld, ja, Version. Diese Otherworld-Ästhetik sozusagen. Und da läuft ein Viech rum, da laufe ich jetzt mal lieber schnell weiter. So, hier verlaufe ich mich immer so ein bisschen, aber ich glaube, hier bin ich richtig. Ja. Ja, okay, dann wollte ich erst noch hier hin. War das hier? Wow. Wo war das? War das hier? Moment. Das ist jetzt ein bisschen... Das würde ich jetzt schon gerne noch finden. Simon, weißt du, wo hier der Speicherpunkt war? Und weißt du, warum ich den suche? Ich kann das jetzt schlecht sagen, weil... Spoiler. Aber... Ah, da. Gut. Puh. Merkt euch den einfach mal. Ja, dann muss ich wohl in einem der zukünftigen
Silent Hill Teile, so viel kann ich zumindest mal sagen, dir was Bestimmtes zeigen. Wo war das jetzt? Ja, jetzt habe ich mich wieder verlaufen. Ich glaube hier. Ja. Merry-go-round. Juhu. Ist vielleicht irgendwo ein Handy in einem der Pferde versteckt? Oh oh. Sybil in einem Rollstuhl. Entschuldigung. Also die hatte vorher mal andere Augen. Oh oh. Mm-mm. Harry, tu was. Oh. Ja gut, dann schießt sie uns halt einfach mal über den Haufen, ne? So. Das ist jetzt wieder einer der Punkte, wo sich die Story aufteilt. Man kann die nämlich abknallen. Ich kann jetzt meine Würfe rausholen und die abballern. Ist gar nicht mal so leicht. Die hält ganz gut was aus. Sie schießt auch zurück und die hat vor allem auch keinen, wie nennt man das? Wenn der Gegner auf Schaden reagiert, hat sie nicht. Also du kannst auf die draufballern und oft läuft die einfach weiter und haut dich. Aber, was man eigentlich machen muss, man wendet diese Flüssigkeit auf ihren Nacken an. Weil wenn man so ein bisschen hinter sie geht, dann sieht man, dass das irgendwas hat sie da am Nacken. Das ist irgendwie so rot. Okay, das könnte klappen. Ja. Auch ein bisschen doof, dass die Katze ihn dann zeigt, wie er es von vorne macht, obwohl man das nur von hinten machen kann. Wohl irgendwas versucht, von ihr Besitz zu ergreifen. Wake up. Snap out of it. Wie die Krankenschwestern im Krankenhaus. Sybil. Also wie bei denen. Harry, what happened? Shh, don't talk. I'll take care of you. Harry, why did they take your daughter? Why her? I'm not sure myself. But, you know, Cheryl isn't my biological daughter. Oh? I actually haven't told her yet. Uh-huh. She probably already knows anyway, though. We found her abandoned on the side of the highway. Nobody knew where she came from. We didn't have any kids of our own. My wife was sick. And it didn't look like she was getting any better. So we took Cheryl in. So in that case... There might be some connection between Cheryl and this town. So what do you do now? Cheryl is my daughter. I will save her no matter what. Ich glaube übrigens, dass wir das heute noch durchkriegen. So viel kommt jetzt gar nicht mehr. Das war jetzt irgendwie schon eine Art Spoiler, sorry. I figured you'd show. Hold it right there. Wieder diese komische Alessa. I don't know who you are, what you're trying to do, and I don't care. Nein, das ist das Gesicht von dem Foto, das wir gesehen haben im Krankenhaus. Let Cheryl go. That's all I ask. Thank you.
is this? The Flores. Cheryl, give me back my daughter. We meet at last, Alessa. Alia Gillespie? Where's Cheryl? Where is she? Alessa, this is the end of your little game. Mama? Uh-oh. Could she be... You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? Triforce, yeah. I was careless. Thinking you couldn't escape from our spell. But Mommy didn't know how much you'd grown. That's why I couldn't catch you all by myself. But what a pity, yes? Now you're half indebted to this man for his help. Hey, what are you talking about? Alessa, my dear little girl, there is one thing left I need you to do for me. For me. Bad girl. Everything is ready. Let's go home. What's going on here? Und ja, das Spiel erzählt seine Geschichte sehr kryptisch. Ich werde das aber am Schluss nochmal ein bisschen erklären. Oh. Sieht ja auch irgendwie nicht mehr so frisch aus. Harry. Ja? Lisa. What happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. Yellow. What is it, Lisa? Ah, mein Song, der so heißt. So I went to look in the basement. Even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms. But nothing really unusual down there. While I was down there, I got this weird feeling. Like I'd been there before. Like something happened there. But I can't quite remember somehow. What was it? Harry, help me. I'm so scared. I can't take this. It's only a temporary thing. You're in shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No. Oh. You don't understand. Wait! Where do you think you're going? Lisa. Damn, what is that? That sound? From down there? It's... coming from the basement. Hier sieht's aber auch anders aus. Das Krankenhaus sah früher nicht so aus. Hallo?
being summoned. What happened in this town? What could be making things like this? I have a feeling if I take the elevator down, I'll find it. Cheryl.